Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was in den nächsten 14 Tagen auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Es gilt für die kommenden 14 Tage ab heute, okay? Okay, schauen wir mal. Für Zwillinge bitte. Was kommt in den kommenden 14 Tagen auf Zwillinge zu, bitte? Sechs der Stäbe, ah. Zehn der Münzen, Sieg. Ja, heimst ein, was du die ganze Zeit schon haben wolltest. Zwillinge, es geht jetzt... Diese Legung ist nicht für solche, die in einer Beziehung sind. Nein. Nein. Es geht für jene, die momentan bei 5 der Stäbe sind, ein Durcheinander mit jemandem haben, nicht so recht checken, hat dieser Mensch nun Interesse oder nicht? Was hat dieser Mensch für Absichten? Wohin soll das Ganze führen? Ja, die so in einer Staubwolke momentan, in einer aufgewirbelten Staubwolke mit jemandem sind. Mit 6 der Stäbe wirst du hier in den nächsten 2 Wochen endlich die Übersicht bekommen. Okay, steigst hier auf dein Siegespferd hier. Es geht hier mit 10 der Münzen darum, dass hier jemand dir eröffnen wird, Zwillinge, dass er sie hier dich ganz, 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 ganz lange in seinem, ihrem Leben haben möchte. Okay? Nee, diese Legung ist nicht für jene, die in einer Beziehung sind. Nein, 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 nein. Nein, nein. Das ist ganz klar für jene. Siehst du auch, wie hier, ja, so unter deiner Augenhöhe alles so ein bisschen verstaubt ist, Staub aufgewirbelt wurde, alles ein bisschen durcheinander ist. Du kommst hier drüber in den nächsten 2 Wochen. Du wirst hier von jemandem erfahren, einer Person, wo du schon länger auf Klarheit hoffst, wirst du erfahren hier, dass er sie hier in seinem, ihrem Leben haben möchte. Und mit der Sternkarte, Zwillinge, bekommst du in den kommenden 14 Tagen deine Wunscherfüllung. Okay. Ich will ganz kurz warten. So, jetzt hat er sich installiert. Der Junge lärmt ein bisschen. Jetzt ist gut. Bekommst deine Wunscherfüllung, Zwillinge. Da ist es. Bitte sehr. Es ist die Sternkarte hier, die Sternkarte, oder die, wenn wir die Sterne anschauen, dann sind sie ganz fern. Das hier ist ein Wunsch, der deiner Meinung nach sehr fern war, sehr unrealistisch war, ja, so wie die Sterne am Himmel, ganz, ganz weit weg, ja, nicht einmal mehr existent, ja, weil, oder in dem Moment, in der wir die Sterne sehen, existieren sie ja gar nicht mehr. Das ist, oder? Und du hast dir gedacht, das ist etwas, das nur in einer Parallelwelt geschehen kann, zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort. Aber nee, siehst du, wie der Stern dich hier berührt, wie dich hier mehrere Sterne hier berühren. Es ist da, die Wunscherfüllung ist da, du darfst dich kneifen. Zwei der Stäbe. Mit 2 der Stäbe und dem Herrscher hier ist das eben hier gezeigt, was ich dir vorhin erklärt habe. Dieser Mensch schaut hier in seine, ihre langfristige Zukunft, das ist der Herrscher. Der macht sich hier Gedanken über sein, ihr Nachkommen. Der Herrscher ist eine Person, die sich fragt, was bleibt dann von mir noch übrig? Und wie möchte ich meine Zukunft gestalten? Was sind meine Pläne? Und alle Pläne, Zwillinge, zeigen auf dich. Diesem Menschen ist klar, meine Wunscherfüllung ist Zwillinge. Okay. Der Blick geht hier hin zur Sternkarte. Es ist interessant, ich habe hier den Blick hier auf die 2 Kinder. Es kommt mir vor, wie wenn dieser Mensch hier den Eindruck hat, dass das Kind in ihr, in ihm am besten, also zu deinem Kind in dir passt. Du hast ein Kind in dir, dieser Mensch hat das Kind in sich, ein Kind in sich, ja, und dieser Mensch ist der Meinung, dass diese 2 Kinder am besten zueinander passen. Mit Zwillingen kann ich am besten blödeln, ja.
Mit Zwillingen kann ich am besten blödeln, kann ich am besten ulkig sein, kann ich am besten seich machen, Streiche spielen und solche Dinge, das funktioniert mit Zwillingen am besten. Ja, die Kinder in uns, die haben den gleichen Humor, den gleichen Sinn für Humor und die gleichen Hobbys, die gleichen, oder finden die gleichen Sachen lustig, die gleichen Streiche lustig und es passt. Okay. So jemanden will ich haben. Ich habe den Eindruck, dass dieser Mensch Zwillinge sehr viel Spaß mit dir hat. Findet dich sehr spaßig, unterhaltsam. Ja, ja, 8er Stäbe, da kommt die Kommunikation. 6er Stäbe, 2er Stäbe macht 8er Stäbe hier. Ja, erwarte hier ganz viel Kommunikation von diesem Menschen. Okay, 10er Stäbe hier, wonach du dann hier endlich mal das, was in der Vergangenheit war. 10er Stäbe ist die letzte Karte der Stabkarten hier. Endlich mal fallen lassen kannst. Okay, das ist die letzte Karte. 10er Stäbe bedeutet nicht, dass du hier eine Last auf dich nimmst. 10er Stäbe bedeutet, dass jetzt endlich fertig ist. Ja, du bist hier angekommen. Ja, bei deinem Luftschloss, der jetzt Realität geworden ist, bist du jetzt angekommen. Ist auch die doppelte Energie von 5er Stäbe. Ja, der Situation, in der du dich momentan befindest, die geht hier dann offiziell vorbei. Mit 8er Stäbe wirst du hier sehr viel Klarheit von diesem Menschen hier bekommen. Ich habe hier 2er Stäbe, hier habe ich 8er Stäbe. Der Umstand, dass dieser Mensch hier sich so lange Gedanken gemacht hat, war sehr belastend für dich, hat dich auch sehr auch durcheinander gebracht, ja, hat Staub aufgewirbelt sozusagen und damit ist es jetzt vorbei. Okay. Es gibt Black Friday, startet jetzt so im Voraus schon mal bei mir. Es gibt hier auf meiner Webpage gibt es von Zeit zu Zeit jetzt bis zum Black Friday verschiedene Rabatte. Momentan gibt es 50% Rabatt auf alle Fortsetzungen. Den Code findest du auf meiner Webpage. Ja, alle, die meinen Newsletter abonniert haben, bekommen schon im Voraus alle Rabatte und Gutscheine zugesendet. Aber du findest auf jeden Fall, ja, falls du noch nicht abonniert hast, bekommst du auf jeden Fall jetzt schon 50% Rabatt auf die Fortsetzung. Es werden dann laufend neue Dinge aufgeschaltet bis zum Finale am Black Friday. Okay, ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung Zwillinge findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.